Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Pokémon-Challenge und zwar dieses Mal zu Pokémon Blue Kaizo, nur mit Normal-Pokémon. Und ich will kurz erklären, was das bedeutet. Pokémon Blue Kaizo ist ein englischer ROM-Hack, der wirklich unfassbar schwer ist. Das bedeutet, es ist wohl das Schlimmste, was man machen könnte aus Pokémon Blau. Man wird permanent geknechtet und jeder Kampf ist einfach 10-mal schwerer als im Originalspiel. Das bedeutet, die Gegner werden Legis einsetzen, die Gegner werden Pokémon einsetzen bis zu Level 100. Fast jeder Arenaleiter im Late Game hat 6 Pokémon, die alle locker über deinem Level liegen und. Zudem haben die meisten Trainer viel krassere Attacken als sonst und lächerlich heftige Teams und das Ganze ist ziemlich insane. Man selbst kann aber auch teilweise starke Attacken etwas früher erlernen, wie beispielsweise Risikotackle und Co. Und man hat auch die Möglichkeit, teilweise Pokémon früher zu entwickeln, als es normalerweise der Fall wäre. Und ein paar Attacken wurden generell leicht verändert, aber das Ganze spielt für diesen Run hier keine allzu große Rolle. Wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir das Ganze spielen, zusätzlich noch in einer Monotype-Challenge. Das bedeutet, ich darf nur Pokémon einsetzen, die halt einfach Typ Normal sind. Und einige Leute würden jetzt sagen, okay, es gibt auch Chanera und beispielsweise auch Tauros, die ziemlich OP sind. Das Ding ist nur, ich kann beide nicht fangen vor der Liga. Weil der Hackersteller, das wusste, wie OP diese Pokémon sind. Das heißt, die kommen nicht mehr in Frage. Ich werde also stark gehandicapt sein und habe kaum Pokémon, aus denen ich auswählen kann. Dieser Hack hier ist wirklich grausam schwer. Ganz wichtig, Freunde, wenn ihr ROM-Hacks nicht feiert, ne, und ihr habt euch so ein bisschen ein anderes Abo-Special gewünscht, dann kein Problem. Ich werde bald auch in einigen Tagen noch ein weiteres Video rausbringen, wo ich quasi einen Challenge-Run zeige mit einem sehr, sehr krassen Gen-2-Pokémon. Also, naja, das wird wieder stattfinden in Gold und Silber. Und der Run hat ungefähr die Schwierigkeitsstufe von, würde ich sagen, unserem Raupi-Run und so. Deswegen schaut er gerne zu, das kommt bald auch raus. Aber für die ROM-Hack-Liebhaber, dachte ich mir, mache ich auch hier mal ein Special, weil das Ganze schon sehr interessant sein kann. Und das Ganze war wirklich hart. Aber gut, Freunde. Ihr wisst Bescheid, Freunde, bei 40.000 Abonnenten kommt das nächste Special. Und ich bin auch sehr aktiv auf Twitch, von daher folgt mir da auch sehr gerne. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem heutigen Video. Und ich erzähle euch so ein bisschen, wie es mir ergangen ist. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit der Wahl meines Starters. Ich muss aber leider sagen, dass es absolut keine Relevanz hat, was man hier pickt. Weil die Teams des Rivalen einfach komplett festgeschrieben sind. Man hat hier keine Möglichkeit, irgendwie das Team sich leicht zu machen vom Rivalen. Keine Chance, wir spielen hier einen Kaizo-Hack, der ist Hardcore. Und der erste Rivale hat hier einfach mal ein verdammtes Mew. Ich meine das vollkommen ernst, denn mir war klar, der wird dieses Pokémon wahrscheinlich für immer behalten, beziehungsweise es wird sein Ace-Pokémon sein. Mew ist eines der unfairsten Pokémon des gesamten Spiels. Dieses Pokémon kann alle TMs erlernen und ich wusste, der Hackersteller kann diesem Pokémon alles geben, um mich zu zerstören. Und generell ist der Psychotyp logischerweise auch komplett busted. Wie auch immer, das Mew ist hier erstmal nur auf Level 3, denn wenn man diesen Kampf hier zumindest ansatzweise gewinnen kann, aber es ist mega knapp, sobald ich das Pokémon sogar heilen kann. Und das im ersten Battle, das man halt ausfechten muss im gesamten Spiel, das ist schon krass. Als ich dann aber das Battle gewonnen hatte, habe ich erstmal alle Normal-Pokémon gefangen, die ich irgendwie kriegen konnte, vor halt einfach der ersten Arena. Und es waren leider gar nicht mal allzu viele. Ich hatte hier ein Mauzi, ein Habitak, ein Taubsi, ein Radfratz und ein Pummeluff. Und damit muss ich jetzt antreten in der Gesteinsarena von Rocco. Es ist kein tolles Matchup, weil halt einfach Rocco meine Attacken resistieren kann. Und das erste Pokémon ist ein Geowatz Level 15 mit Erdbeben und Explosion. Das ist kein schöner Einstieg in diesen Kampf hier, was zur Hölle, aber okay, die KI sprengt sich gerne selbst. Aber dann fängt es an mit den Fossilien. Rocco hat dann auch Kabuto, Ammonitas und Aerodactyl. Ich mache keine Scherze. Und Kabuto beispielsweise hat einfach Blizzard. Damit zerstört es meine Vogel-Pokémon komplett. Keine Chance. Und die Attacke trifft in der ersten Generation noch so gut wie immer. Zu 90%, das ist sehr viel. Und das ist schon hart unfair. Man muss dazu sagen, ich habe auch selber teilweise bereits sehr krasse Attacken, also das hat der Hackersteller auf jeden Fall angeglichen, beispielsweise hat mein Pummeluff hier bereits lächerlicherweise Risikotackle, aber am Ende des Tages bringt mir das recht wenig, wenn halt der Gegner genauso stark ist, wenn nicht sogar noch stärker. Ich habe es mit all meinen Ressourcen geschafft, irgendwie Kabuto zu killen, aber Ammonitas hat mich komplett vernichtet. Ich bin also hochgelevelt auf insgesamt Level 20. Und das ist schon eine ganze Menge für ein fast volles Team, vor der ersten Arena, aber hey, es ist halt einfach ein Kaizo-Hack, was soll ich sagen? Geowatz war nach wie vor kein Problem, aber die anderen Pokémon zu brechen ist halt nicht so simpel. Ich habe mich dann entschieden, mit Ibitak, was ich mittlerweile hatte, naja, seine Verteidigung zu senken, um dann quasi über Risikotackle das Pummeluff zu brechen
und dann wollte ich irgendwie mit meinen Restressourcen gegen Ammonitas und Aerodactyl klarkommen. Das Hauptproblem war allerdings, dass ich fast keine Ressourcen mehr habe. Es gibt aber eine kleine Rettung und die ist Radikal. Radikal ist tatsächlich sehr viel stärker, als man annehmen würde. Ich hatte ja meine erste Challenge auf diesem Kanal hier mit Radfratz gemacht und es hat mich da schon überrascht, wie stark eigentlich Radfratz ist. Und ja, diese Pokémon können was und werden auch für diesen Run hier sehr wertvoll sein. Weil ich habe tatsächlich hier mit Radikal sogar noch das gesamte Aerodactyl killen können, um den Kampf zu gewinnen. Und nachdem ich mir dann im Mondberg ein Pipi geholt hatte, wollte ich antreten gegen meinen Rivalen in Azuria City, denn gegen Misty kann man bei diesem Hack hier nicht vorher antreten, also man hat keine Wahl. Und das erste Pokémon von meinem Rivalen war einfach mal ein Dratini mit Drachenwut und Wickel. Wie ekelhaft kann man einen Kampf designen? Holy shit. Aber okay, es ist nur Dratini und Mauzi ist in diesem Spiel erstaunlich gut. Es wird generell noch ein wichtiges Pokémon werden fürs Team und deswegen konnte ich das ganz gut aushebeln. Und dann kam Radikal und hat schon mal Kadabra gebrochen, was halt einfach physisch nicht wirklich was aushält. Und dann kam ein Dragonier mit derselben Strategie wie halt einfach Dratini. Das ist schon hart ehrenlos, aber gut, auch das konnte ich brechen. Aber dann kam mal wieder das Mew. Mew ist halt einfach ein Pokémon, es ist sehr, sehr stark. Und es hat hier die Heilungsattacke Softboiled und es ist Weichei. Das bedeutet, es kann sich zu 50% heilen, immer wenn es das möchte. Und zwischendrin greift es an mit sehr heftigen Angriffen. Radikal hatte keine Chance, aber ich konnte dann quasi über halt mein Tauboss, was ich mittlerweile hatte, weil die Levelkurve von Taubsi ganz krass angekurbelt wurde in dem Hack, ganz oft Sand Attack spammen, um halt einfach seine Genauigkeit zu senken und dann konnte ich es langsam brechen, weil es sich einfach nicht mehr wehren konnte. Aber ganz ehrlich, für ein erstes Rivalenbattle in der Azuria City war dieser Kampf schon hart asozial. Aber ich hatte Gott sei Dank die richtigen Outs. Danach kam allerdings dann die Wasserarena von Misty und ich wusste, hier ist alles möglich. Es gibt so viele Wasser-Pokémon, auch schon in der ersten Generation, die hätten ihr einfach alles geben können. Und ihr erstes Pokémon ist ein Aquana mit sehr vielen KP. Das ist schon mal bitter. Ich habe hier gestartet mit Pipi und Pummeluff, die halt irgendwie versucht haben, dieses Pokémon über Gesang zu brechen, also über Schlaf. Denn mein Gedanke war, das sind meine schlechtesten Teammitglieder, und wenn ich dieses gefährliche Pokémon hier mit denen schon mal kille, habe ich ganz gute Chancen gegen ihre restlichen drei Pokémon. Aber ihr zweites Pokémon ist Quappo und das ist Wasserkampf. Kein so geiles Matchup gegen meine Normal-Pokémon, dachte ich mir, aber okay. Ich habe hier auch Flug-Pokémon. Das Ding ist nur, Quappo kann Eisattacken. Das bedeutet, ich habe gegen Quappo kein richtiges Sand-Attack-Setup rausbekommen, bevor ich überhaupt zum Angreifen kam, war ich gefühlt schon tot. Und auch wenn Radikal dann wirklich noch einen guten Job gemacht hat, auch gegen Yugong, also wirklich Respekt dafür, ist es halt irgendwann gestorben bei Starmie. Und das ist ihr letztes Pokémon und auch ihr Ace-Pokémon im Hauptspiel, also im Original. Und es ist richtig gut und kann sogar Recover. Also mir war klar, ich werde hier nicht wirklich Land sehen, also es ist schon ein sehr, sehr schwieriger Kampf. Ich habe also einige Pokémon noch ein wenig gelevelt und hatte dann folgenden Plan. Und zwar wollte ich zunächst mal das Aquana allein besiegen, nur mit Pummeluff. Und dann wollte ich halt gegen Quappo Ibitak einsetzen, das Bohrschnabel hatte. Und Bohrschnabel ist eine sehr starke Flugattacke, auf die man sich verlassen kann. Das ist schon sehr, sehr respektabel. Und für den Rest hatte ich dann so ein bisschen halt einfach mein Level 30 Radikal. Wie gesagt, dieses Pokémon will vor allem zu Beginn des Spiels sehr stark sein, weil dieser Step-Hyperzahn kann sich sehen lassen. Der ist schon not bad. Und der physische Angriff von so einem Radikal kann sich auch sehen lassen fürs Early Game. Und somit konnte ich hier sogar das Starmie relativ gut brechen. Ein einfacher Kampf war es aber trotzdem nicht und das war ganz sicher auch kein First Try. Das Spiel gibt einem allerdings keine Pause und es geht direkt weiter mit dem Rivalen-Battle auf der MSN. Und ich dachte mir schon so ein bisschen, dass sie sein Team hier nochmal etwas verändern, um etwas mehr Varianz zu schaffen bzw. interessante Matchups. Und er hat hier folgende Pokémon. Er hat alle Evoli-Entwicklungen und hat einfach sein Mew, also insgesamt 4 Mons. Das ist nicht komplett unfair, aber es ist schon kein schwaches Team. Ich habe jetzt zunächst mal über Snobilicat einfach das Blitzer gebrochen, weil so ein bisschen schon mal die schnellen Pokémon aus dem Kampf waren, das fand ich recht fair. Und dann habe ich einfach, naja, über mein Pipi das Flamara gebrochen, denn ich hatte dort Bubble Beam und halt einfach einen guten Normalangriff. Am Ende des Tages war aber der Stepangriff tatsächlich besser. Und dann kam Aquana und es hat mich zerstört, weil meine Pummeluff-Taktik hat nicht mehr funktioniert. Und selbst mein Radikal hatte Probleme. Das war schon bitter.
Und als ich dieses Aquane dann irgendwann besiegt hatte, hatte ich nur noch meine Vogel-Pokémon gegen das Mew. Aber ich habe die Möglichkeit einfach, die Stats von Mew zu senken. Und das ist sehr wertvoll. Gegen Pokémon, die halt einfach beispielsweise Weichei nutzen, um sich zu heilen. Weil Stats-Senkungen bleiben. Und das ist wichtig, dass man da einfach was hat, was bleibt, was das Pokémon massiv schwächt. Und so konnte ich hier gewinnen. Diese Vogel-Pokémon hier waren wirklich extrem wertvoll im gesamten Early-Game. Blöd nur, dass diese Vogel-Pokémon so gut wie gar nichts bringen bei der nächsten Arena, weil das ist die Elektro-Arena von Major Bob. Und Nibitak muss sich jetzt sogar austauschen gegen Porenta, weil nur das konnte Zerschneider, um diese Arena hier überhaupt erreichen zu können. Und das erste Pokémon von ihm ist Elektroball, was ich sprengen möchte. Ich wollte es einschläfern, aber es hat nicht geklappt. Dann musste ich ein Magneton brechen über Radikal, das war ganz wichtig, und ich habe Radikal jetzt auch hier Schaufler beigebracht. Und dann kam Porygon. Und ich musste hier Radikal auf jeden Fall aufsparen, das war wichtig und warum, erfahrt ihr später. Und ich habe dann Porygon gebrochen mit wirklich einigen Ressourcen, also das Ganze war sehr teuer und Snobelicat musste ich hierfür definitiv opfern. Dann habe ich Porygon irgendwann gekillt über Radikal, was dann wieder reinkam. Und wollte damit Radikal irgendwie sein Blitzer schwächen, um es dann mit Pipi zu besiegen, was auch relativ gut funktioniert hat. Aber sein letztes Pokémon ist ein verdammtes Electek, was ultra schnell ist und sehr, sehr stark. Und dagegen hatte ich nicht den Hauch einer Chance. Und mein Tauboss wurde einfach so in der Luft zerrissen. Sehr, sehr traurig. Und ich habe mich entschieden, dann hochzuleveln auf insgesamt Level 40. Und ich würde sagen, das war auch eine sehr gute Entscheidung. Und ich habe jetzt sogar mein Pipi entwickelt zu einem Pixie. Das habe ich vorher nicht gemacht, weil es halt einfach noch Attacken lernen sollte, aber jetzt wurde es Zeit. Pummeluff habe ich aber erstmal gelassen, weil ganz ehrlich, das passt erstmal so. Ich wollte damit eh erstmal nur so ein bisschen die ersten Pokémon orten. Und naja, dann habe ich einfach das Magneton gebrochen über Radikal, wie zuvor schon. Ich habe halt das Porygon geschwächt über Radikal dann noch und es dann mehr oder weniger geopfert, um damit Tauboss zu finishen. Dann habe ich irgendwie über massives RNG das Blitzer gebrochen, noch über Tauboss, was mich wirklich extrem überrascht hat. Und dann hatte ich einfach noch gegen die restlichen Pokémon, naja, mein Pixie und mein Snobelicat. Und Snobelicat ist halt einfach schnell und Pixie kann einiges wegstecken, gerade halt beispielsweise gegen Electek. Und das ist ein recht angenehmes Matchup dann, das kann man gewinnen. Aber dieser Kampf hier ist wirklich sehr, sehr krass. Also ich hätte niemals erwartet, dass es so schwierig wird, Major Bob zu besiegen. Aber ich habe hier nach wie vor einige Versuche liegen gelassen. Unser letztes Pokémon ist ein Raichu, was man prima, naja, outen kann mit einem anderen schnellen Pokémon wie Snobelicat. Also ich habe mir hier die perfekte Ressource aufgehoben, sag ich mal. Etwas mehr Hoffnung hatte ich da bei Erika, weil das ist die Pflanzenarena und ich wusste, dort können meine Vogel-Pokémon sehr effektiv angreifen und ich bin im Typenvorteil. Ganz wichtig, Freunde, man kann hier aber nicht zuerst beispielsweise gegen den Rivalen kämpfen in Lavandia. Weil um den quasi in diesem Hack zu erreichen, braucht man halt vorher schon die Silphscope. Das wurde hier verändert und es macht auch in gewisser Weise Sinn. Und das bedeutet, ich muss halt einfach erstmal nach Prismania City und da hat es Sinn gemacht, Erika sofort rauszufordern. Und meine Taktik war hier folgende. Ich wollte zunächst mal einen Kill machen über Ibitak mit Borschnabel, mit Step. Und dann wollte ich rüber switchen auf Pixie, um Erikas Pixie zu besiegen. Ich weiß nicht, warum sie ein Pixie hat, aber es ist nun mal der Fall. Wie auch immer. Ist eigentlich kein Pflanzen-Pokémon, aber nehmen wir das mal nicht zu eng. Und dann wollte ich halt, sobald das ein bisschen geschwächt war, rübergehen auf Snobelicat und mit Schlitzer spammen. Schlitzer lernt Snobelicat auf Level 51, deswegen habe ich dieses Pokémon halt minimal mehr gelevelt. Und das ist unfassbar wichtig, weil Schlitzer crittet in der ersten Generation auf Snobelicat quasi immer. Die Attacke ist richtig gut und damit ist Snobelicat fürs Erste eines unserer besten Teammitglieder, wenn nicht sogar mit Abstand das Beste. Und Bisaflor konnte ich somit auch ganz gut rausnehmen, was sehr wichtig ist, weil es hätte gefährlich werden können. Und dann habe ich halt den Rest so ein bisschen geregelt über die Vogel-Pokémon. Dass aber allein schon so eine Arena, wo man im Typenvorteil ist, so schwer sein kann, ist ein bisschen verstörend. Aber okay, irgendwann war Erika dann kein riesiges Problem mehr. Ich war aber auch echt gut gelevelt. Ich würde sagen, auf einem kleineren Level hätte das nichts werden können. Das war ein spannender Kampf. Und wen ich dann komplett unterschätzt habe, war der gute Giovanni. Weil er ist normalerweise nie ein Problem, aber hier ist er ein Problem, glaubt mir. Sein erstes Pokémon ist hier sofort mal ein Snobelicat. Und ich musste das zwangsweise einschläfern. Weil wenn der Gegner hier schon anfängt, mit quasi einem der unfesten Pokémon der ersten Generation zu kämpfen, muss ich dagegen was unternehmen. Und dann habe ich mein Snobelicat ausgepackt und habe quasi getötet, was möglich war. Und hier war einfach eine Sache unfassbar wichtig bei diesem Kampf. Ich brauchte schnelle Pokémon und deswegen waren jetzt Snobelicat und Radikal Gold wert. Weil mit den beiden konnte ich es schaffen, naja, Snobelicat, Dictree, Nidoqueen und Nidoking mehr oder weniger zu beseitigen
und einfach beiseite zu schaffen. Das war schon mal sehr, sehr gut. Das Rizeros habe ich dann besiegen können über Bubble Beam von der einfach Pixie. Es hat logischerweise mal 4 Schwäche, also das ist kein riesiges Problem. Aber was Giovanni auch hat, ist halt Tauros. Und das ist wirklich mit das beste Pokémon der ersten Generation. Es war in der ersten Gen absolut busted. Und deswegen kann ich es ja auch hier nicht fangen für mein eigenes Team, weil das wohl zu gut wäre vor der Liga. Und dementsprechend, ja, war das hier ein erbitterter Kampf, aber ich habe es geschafft, die Genauigkeit von dem Tauros zu senken und es dann über Perenta rauszunehmen. Das war ein wenig lucky und es war auch garantiert kein First Try, aber es hat zumindest funktioniert. Aber das war garantiert nicht das letzte Tauros, gegen das ich kämpfen musste. Nachdem ich dann allerdings endlich fertig war in Prismania City, ging es weiter mit dem Rivalen-Battle und ja, das war erstaunlich einfach. Was soll ich sagen? Er hat hier insgesamt 6 Pokémon, und zwar Geobatz, Tauboss, Bisaflor, Glurak, Turtok und Mew. Also sie haben ihm alle Kanto-Starter gegeben und noch so ein paar Random-Pokémon, sowie halt einfach, naja, das Signature Mew, was er in Blue Kai so einfach hat. Und Geobatz kannst du halt ausschalten über Bubble Beam, das ist einfach One-Shot. Und die meisten Pokémon vom Rivalen können hier nichts tun gegen Subidicat. Es ist hier wirklich sehr, sehr broken. Es wird im späteren Spielverlauf nicht mehr so sein, das bedeutet, ich werde damit ganz sicher nicht die Liga cheesen oder so, da braucht ihr keine Angst zu haben, aber diesen Kampf hier konnte ich sehr souverän gewinnen, ich hatte sogar am Ende einige Pokémon über. Und das Mew habe ich mal wieder gebrochen über meine Vogel-Pokémon, das bedeutet, erstmal Silberblick spammen, dann Sand Attack und dann draufgehen. Weil so kann man einfach ein paar Decreases draufbringen auf Mew und es dann langsam aus dem Kampf nehmen. Gar kein so schwieriger Fight, also das war einer der geschenkteren Bosskämpfe im Spiel. Und wer die erste Generation kennt, der weiß, was jetzt kommt, und zwar kann ich jetzt einfach Relaxo fangen. Eines der besten Pokémon der ersten Generation, wie ich finde, und es hat sogar Finale. Das bedeutet, ich kann mich jetzt sprengen, wenn ein Pokémon ein Problem ist, und das in gefühlt jedem Kampf. Dieses Pokémon hier ist ein massives Upgrade. Und der erste Kampf, wo ich dieses Relaxo ausprobieren konnte, war der Kampf gegen Koga, weil ihr müsst wissen, es ist unmöglich, in diesem ROM-Hack hier ins Silfko-Gebäude zu kommen, bevor man Koga besiegt hat. Weil einfach vor dem Silfko-Gebäude eine kleine Wasserlache ist, für die man Surfer braucht. Und ich muss sagen, ich mag diese Neuerung eigentlich, weil ich mache Koga sowieso fast immer vor Silfko. Wie auch immer, ich wollte diesen Kampf mal ausprobieren, ohne allzu krass gelevelt zu sein. Und ich habe ja geleadet mal wieder mit Snubilicat, mein aktuell bestes Pokémon so ein bisschen zu dem Zeitpunkt im Run. Und ich habe damit direkt mal einen Kill gemacht, sehr praktisch. Und dann bin ich rüber geswitcht auf Purenta, ging dann einfach Smogmog, um es zu opfern. Tut mir leid, aber war notwendig. Übrigens war auch vor Kogas Arena ein Zerschneiderbaum, das bedeutet, ich musste meinen Purenta mitnehmen. Und dann habe ich einfach Smogmog rausgenommen mit meinem Pixie. Und ich habe dieses Smogmog nach und nach dazu gezwungen, irgendwann auf Explosion zu gehen, um halt einfach so ein bisschen Unentschieden rauszuholen und Pixie zu opfern, weil ich habe es danach nicht mehr wirklich gebraucht. Und dann habe ich den Rest des Kampfes so ein bisschen probiert mit Radikal, was hier eine sehr, sehr krasse Figur gemacht hat. Ich kann das nur immer wieder betonen. Man unterschätzt dieses Pokémon einfach extrem, weil Radfratz erstmal so schwach wirkt, aber Radikal kann einiges und hat wirklich gut zu. Und Superzahn beispielsweise kann die KP von jedem Pokémon im Spiel halbieren, wenn Radikal das möchte. Selbst von Geistern, selbst das geht in der ersten Generation. Und als dann Gengar von Koga reinkam, hat es sich auch in die Luft gesprengt. Und dann kam Tentoxa, und was habe ich dann gemacht? Naja, auch Explosion, aber mit Relaxo. Wie gesagt, ich kann damit jetzt quasi immer in jedem Kampf das bedenklichste Pokémon aus dem Kampf nehmen, wenn ich es schaffe, Explosion einzusetzen. Und das ist hier kein großes Problem. Und da ich noch Pokémon übrig hatte, hatte ich den Kampf dann gewonnen. Und damit ging es auch direkt weiter im Silfko-Gebäude mit dem nächsten Rivalen-Battle. Und das ist ja für gewöhnlich bei den meisten Playthroughs von Rot und Blau eine der schwersten Kämpfe des gesamten Spiels, aber das war hier ehrlich gesagt nicht so. Und das lag an einem Grund. Der gute Rivale hat hier einfach keine unendlichen Hyperheiler. Denn das war eine Sache, die mich begleitet hatte im gesamten Run und vor allem später im Run war das dann eigentlich in jedem Kampf so. Die meisten Trainer nutzen eher weniger Tränke, aber haben einfach unendlich viele Hyperheiler. Und mein Snubilicat hatte mittlerweile Hypnose. Und ein Snubilicat in der ersten Generation, was gefühlt alles outspeedet und Hypnose und Schlitzer hat, ist absolut broken. Und ich nehme hier sogar an, ehrlich gesagt, dass der Entwickler die Genauigkeit von Hypnose hochgeschraubt hat. Weil ich habe diese Attacke einfach gefühlt jedes Mal getroffen, es war krass. Ich nehme an, die Genauigkeit liegt irgendwo bei 70-80%. Und das ist schon sehr, sehr krass, also mein Rivale konnte dagegen fast nichts unternehmen. Aber wie gesagt, Freunde, die späteren Bosskämpfe im Spiel erlauben so eine Strategie wirklich in keinster Weise. Und seine restlichen Pokémon habe ich dann gebrochen mit meinen anderen Pokémon. Und ich hatte sogar mittlerweile einen Kangama, was prima vorgehen konnte,
gegen das Arcani vom Rivalen, was ja durchaus gefährlich ist, also Arcani ist nicht zu unterschätzen. Und naja, das Mew habe ich dieses Mal gebrochen, über Relaxo. Und halt einfach, Finale. Die Attacke ist Gold wert. Und wenn mich ein Pokémon wirklich nerven sollte, dann spreng ich es einfach ab jetzt. Kurz danach kommt allerdings wieder Giovanni. Und ich hatte wirklich gar keine Ahnung, wie die sein Team jetzt noch krasser machen wollen. Weil da hatte er bereits in der Spielhalle gefühlt alle krassen Pokémon, die man sich bei Giovanni vorstellen könnte. Aber okay, Freunde, ich habe mich dem Ganzen gestellt. Und ich habe hier eine gute Nachricht. Er hat ebenfalls keine Hyperheiler. Gott sei Dank. Denn sein Team ist wirklich sehr, sehr böse. Er hat selbst ein Snubbilicat, was wirklich sehr, sehr gemein ist. Er hat nach wie vor Nidoqueen, aber er hat kein Nidoking mehr. Dafür hat er jetzt einen Simsalar, was in der ersten Generation auch sehr grenzwertig war. Aber okay, über Snubbilicat kann ich das easy brechen. Er hat einen Gengar, was ich dann noch irgendwie mit Ach und Krach auseinandergenommen habe, indem ich es einschläfern konnte. Und dann kommt mal wieder ein Tauros. Und das habe ich rausgenommen aus dem Kampf, ganz, ganz knapp mit Kangama. Und als ich das dann besiegt war, hat er sein Zapdos revealed. Holy shit, er hat einen Zapdos. Aber hey Freunde, wir haben eine Waffe für sowas, und zwar den Selbstzerstörungsknopf mit Relaxo. Und das hat Gott sei Dank ausgereicht. Aber dass Giovanni hier schon ein Legi hat, ist fast schon lächerlich. Es ist nicht mal sein letztes Battle. Beim Kampf gegen Sabrina sieht man allerdings, was von meiner OP-Strategie noch übrig bleibt, wenn ich nicht jedes Mal meine Gegner einschläfern kann, nämlich überhaupt gar nichts. Denn Sabrina hat jetzt Hyperheiler. Und das hat jetzt leider auch ab jetzt gefühlt jeder Trainer im gesamten Spiel. Und das macht das Ganze in keinster Weise einfacher, zumal ja sowieso schon Sabrina sehr unfair sein kann in der ersten Generation, weil Psycho sehr grenzwertig war. Der mit Abstand stärkste Typ der ersten Generation, ohne irgendeine Diskussion. Und ich habe ja geleadet mit Relaxo, um zunächst mal physisch Rossana rauszunehmen, was halt einfach, naja, physisch-defensiv nichts aushält. Und dann habe ich mich hochgejagt gegen Lamus, weil dieses Pokémon sehr, sehr viel aushält und die ganze Zeit einfach am Stallen ist. Es war sehr nervig und deswegen war das hier auf jeden Fall gerechtfertigt. Und da muss ich irgendwie klarkommen gegen ihre restlichen Pokémon ohne meine Selbstzerstörung. Und das war nur vorstellbar in der gesamten Kraft meines Teams. Ich habe es geschafft hier Hypno rauszunehmen über Kangama. Und da muss ich halt irgendwas unternehmen gegen Kokowai. Und ich habe mich dann entschieden, so ein bisschen mein Snubbilicat zu opfern, um Kokowai wirklich safe loszuwerden. Dadurch habe ich das aber nicht mehr einsetzen können, um Starmie richtig komplett zu besiegen. Und ich habe dann noch weitere Ressourcen gegen Starmie gebraucht. Und dann habe ich irgendwann mit Radikal dagestanden, vor dem Simsalar. Und das ist halt einfach nur ein Angstgegner. Dieses Pokémon hält zwar physisch nichts aus, aber speziell teilt es extrem aus und kann auch einiges einstecken. Ich habe dann irgendwann ganz, ganz knapp mit meinem letzten Pokémon, also Pixie, gewonnen, indem ich es irgendwie so ein bisschen outstallen konnte. Es war eine Verzweiflungstaktik, aber es hat funktioniert. So konnte ich zumindest gewinnen. Sabrina ist unfassbar stark und dass ich Relaxo hier quasi so früh verfeuern musste, war sehr bitter. Und nach diesem unfassbar schweren Sabrina-Fight geht es direkt weiter mit einem sehr, sehr krassen Pyro-Fight auf der Zinnoba-Insel und das ist halt die Feuerarena. Und die wurde wirklich so schwer designt, wie es irgendwie möglich war, gefühlt. Also, was hier gemacht wurde, ist schon fast ein wenig asozial. Aber hey, das ist, denke ich, nicht ungewöhnlich für so einen schwierigen Romek hier, der sich Kaizo schimpft. Und das erste Pokémon von ihm ist erstmal Glurak. Das kann ich rausnehmen über Relaxo, kein mega großes Problem, damit komme ich klar. Aber danach kommt ein Chanera. Und ich bin gezwungen, dieses Pokémon hier mit Relaxo zu besiegen. Es geht nicht anders. Ich habe alles andere versucht, aber es hält sich immer viel zu krass gegen. Das bedeutet, ich muss Relaxo reinbringen und wenn Relaxo es nicht schaffen sollte, Chanera zu besiegen ohne Explosion, muss ich im letzten Moment Explosion zünden. Hier habe ich es aber einmal geschafft, quasi Chanera so zu besiegen über Relaxo und dann konnte ich Explosion zünden halt einfach gegen das Galoppa, was dann logischerweise One-Shot war. Und dann hatte ich noch insgesamt 5 Pokémon gegen seine letzten 3 und dieser Kampf hier ist trotzdem absolut furchtbar. Denn danach kommt erstmal ein Flamara, was ich rausnehmen konnte mit sehr viel Glück über Purenta und ganz viele Sandwirbel. Und ja, es war mal wieder ein Zerschneiderbusch vor der Arena, das bedeutet, ich brauchte mal wieder meinen VM-Sklaven, belastend, aber was will ich tun, es ging nicht anders. Und ich musste auch surfen, um hier hinzukommen, das bedeutet, Kangama brauchte Surfer, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, irgendwie mit meinen Ressourcen noch halbwegs günstig Magma und Flamara rauszunehmen, aber das letzte Pokémon von Pyro ist Lavados. Und dieses Pokémon hätte ich gerne gesprengt, glaubt mir. Aber es ging nicht, weil ich habe Relaxo unbedingt gebraucht gegen Chanera. Und deswegen musste ich jetzt irgendwie Lavados so rausnehmen.
Und ich habe es durch unfassbares Glück geschafft, nach zig Versuchen halt einfach das Lavados mit meinen etwas schwächeren Pokémon auszuschalten. Aber ganz ehrlich, ich habe noch nie gesehen, dass eine Pyro-Arena so schwer war. Also, der Hack macht hier echt keine halben Sachen. Und Chanera und Lavados in einen Kampf zu packen, ist sehr gemein. Denn für Gesteinsattacken beispielsweise hatte ich leider nicht mal Platz in meinem Moveset, was sehr bitter war. Doch damit stand ich jetzt schon wieder vor Giovanni. Und ich hatte wirklich gar keine Ahnung, was sie jetzt noch machen können, um diesen Kampf noch unfairer zu gestalten. Weil er hatte schon Legis, er hatte schon Snubbilicat und Tauros. Was zur Hölle könnte man tun, um diesen Kampf hier noch mehr Cancer zu machen? Aber wie auch immer, ich habe eine gute Nachricht. Er hat keine Hyperheiler. Das hat mich wirklich überrascht, aber tatsächlich kann man ihn ein wenig cheesen über Snubbilicat. Warum dieser Kampf hier aber trotzdem in keinster Weise geschenkt ist, das erzähle ich euch jetzt. Ich habe zunächst mal die ersten drei Pokémon, also Snubbilicat, Dictree und Zapdos, recht einfach besiegen können über Snubbilicat und ganz, ganz viel Hypnose-Spam. Es ist wirklich sehr, sehr praktisch, dass es hier möglich ist, weil das hätte ich niemals erwartet, aber es erfordert logischerweise trotzdem ein bisschen RNG. Auch wenn Hypnose hier erstaunlich oft trifft, trifft es auf gar keinen Fall immer. Und auch wenn es hier eine Aufwachrunde gibt und ich alle Pokémon mehr oder weniger outspeeden kann, kann es trotzdem passieren, dass einfach Snubbilicat schneller stirbt als erwartet und dann kann ich resetten. Dann habe ich wirklich keine Chance mehr. Danach kam dann Gengar und da habe ich dann versucht, dieses Pokémon irgendwie zu Explosionen zu zwingen, was auch funktioniert hat. Das ist halt immer ganz gut, wenn die KI ein Explosions-Pokémon haben sollte, nutzt die KI das sehr, sehr gerne und das kann man exploiten. Und dann kam halt mal wieder Tauros. Und Tauros hat einfach alle Ressourcen aufgefressen, die ich hatte. Ein überleveltes Tauros zu besiegen, ohne beispielsweise so eine Broken-Strategie wie Snubbilicat, ist praktisch unmöglich. Dieses Pokémon ist ein Monster. Es ist generell, wie gesagt, eines der besten Pokémon der ersten Generation. Es gibt einen Grund, warum ich das selber hier nicht fangen kann, weil es wirklich zu gut wäre. Und es hat mich hier einfach komplett aufgemischt. Aber okay, ich habe es dann irgendwann besiegen können. Und dann kam sein letztes Pokémon. Ein verdammtes Mewtwo. Ich meine das vollkommen ernst. Er hat hier noch ein Mewtwo. Das heißt, er hat Snubbilicat, er hat Tauros und Mewtwo. Mit die besten Pokémon der gesamten ersten Generation und das ist absolut broken und ich hatte nicht den Hauch einer Chance. Ich wurde komplett in die Luft zerrissen von diesem einzigen Pokémon hier. Denn Mewtwo ist unfassbar schnell, es kann sich gegenheilen, es hat einen unfassbar krassen Spezialangriff und ich bekomme dieses Pokémon, selbst über Superzahn und Co., in keinster Weise klein. Ich habe nicht den Hauch einer Chance. Meine einzige Chance war es also aufzuleveln bis auf Level 85, um mir wirklich das maximal rauszuholen aus dem Potenzial von Snubbilicat. Wie gesagt, Freunde, dieser Kampf hier ist zwar unfassbar asozial designt, wegen halt einfach Snubbilicat und Tauros und Mewtwo, aber Gott sei Dank hat er keine Hyperheiler. Das ist einfach nur die Rettung. Und so kann ich es ja schaffen, die ersten drei Kills zu machen, ohne Snubbilicat zu verlieren. Dann kann ich Pokémon reinwechseln, um sie zu opfern gegen Gengar. Und dann kann ich über Snubbilicat noch Tauros so ein bisschen outen. Und dann kann ich halt später das Mewtwo sprengen über Relaxo. Diese Taktik kann funktionieren, aber sie ist logischerweise reines RNG. Und vier Pokémon über Hypnose zu outen mit nur einem Pokémon ist sehr, sehr glückslastig. Ich habe hier das Ganze zigmal neu starten müssen und es war mega frustrierend. Wie gesagt, auch wenn vielleicht hier die Hypnose etwas häufiger trifft, es ist kein gigantischer Unterschied. Irgendwann miss ich halt mal und dann bin ich ganz, ganz schnell tot. Aber ganz ehrlich, wenn ich hier nicht Explosion gehabt hätte gegen Mewtwo, hätte ich mal wieder absolut alt ausgesehen. Nachdem ich dann aber nach ewig langem Grinding endlich mal Giovanni besiegt hatte, ging es direkt weiter mit dem nächsten Rivalenbattle kurz vor der Liga. Und ich dachte mir schon, das Ganze wird sicherlich nicht einfacher werden als die letzten paar Male. Aber wie auch immer, ich hatte nach wie vor Snubbilicat, auf das ich wirklich all meine Hoffnung gesetzt hatte. Und das hier war jetzt auch wirklich das letzte Battle, wo Snubbilicat ein bisschen was reißen konnte. Später war es leider kein allzu gutes Pokémon mehr, aber dazu später mehr. Sein erstes Pokémon ist hier ein Blitzer und das ist mal wieder so ein bisschen ein Speed-Trade. Beide Pokémon sind schnell und können sich gegenseitig halbwegs gut outen, aber meins ist einfach das Bessere. Und somit konnte ich hier Blitzer recht gut rausnehmen. Und dann habe ich halt Rizeros besiegt über Surfer von Kangama. Das war kein allzu großes Problem. Es hat mal vier Schwäche. Aber dann kam mal wieder ein verdammtes Tauros. Wirklich, schon wieder ein Tauros. Es ist halt ein verdammt starkes Pokémon, ne? Und es hat mich jedes Mal getriggert, dass ich selbst keins trainieren kann. Aber wie auch immer, es war ja keine so große Wall und die Pokémon sind noch etwas schlechter gelevelt als die von Giovanni, was mich etwas überrascht hat. Aber wie auch immer, danach kam dann ein Kokowai, was mich einschläfern kann und damit Pokémon rausnehmen kann. Ähnlich wie halt wie meine eigene Taktik mit Snubbilicat. Aber auch das kann man halbwegs gut brechen über beispielsweise Flugattacken. Das bekommt man hin. Und dann kam Starmie.
Und Starmie ist ein weiteres schnelles Pokémon. Er hat damit Blitzer, Tauros und Starmie als schnelle Pokémon und er hat noch weitere starke Pokémon. Wie halt beispielsweise, sein Signature Mew, was dann später noch kam. Ich habe Starmie dann irgendwann an den Rand der Existenz gebracht und dann ist er rausgeswitcht in halt einfach Mew. Und das Mew habe ich mal wieder gesprengt über Snorlax. Das war gut möglich, weil ich halt sehr stark gelevelt war. Weil ich überleveln musste so ein bisschen gegen halt einfach Giovanni, beziehungsweise ich bin nicht mehr überlevelt, lächerlicherweise auf Level 85. Und dann habe ich halt irgendwann noch Starmie rausnehmen können, das schon halb tot war. Aber ich dachte mir schon, dass der Rivale in der Liga bedeutend schwerer sein würde. Aber hey, da war ich nun in der Pokémon-Liga mit meinem Radikal, meinem Snobilicat, meinem Relaxo, meinem Kangama, meinem Tauboss und meinem Pixie. Und ich wollte das Beste versuchen, auf Max-Level, also Level 100. Und ich bin reingegangen zu Lorelei, um sie zu versuchen, und musste eine Sache leider feststellen. Alle Pokémon der Liga sind Level 115. Das heißt, ich bin 15 Level unterlevelt und kann nichts dagegen tun. Ich selber kann logischerweise nicht über Level 100 gehen, was natürlich normalerweise auch gar nicht möglich wäre. Das ist mal wieder ein absoluter Mittelfinger vom Spiel, aber ich kann es auch verstehen, weil viele Spieler werden hier vermutlich Badge Boosting ausnutzen, um dieses Game zu cheesen. Und um dem Ganzen quasi entgegenzuwirken, hat der Entwickler hier quasi ein höheres Level für die KI eingestellt, als eigentlich vorstellbar wäre, weil die KI kann ja nicht Badge boosten und damit hat der Spieler eigentlich einen unfairen Vorteil. Das Problem ist nur, ich darf von meinen Challenge-Videos nicht Badge boosten. Das heißt, ich habe keinen Vorteil und habe einfach nur den Mittelfinger, so kassiert und muss jetzt irgendwie unterlevelt hier gegen ankommen. Und es war auch halbwegs möglich, es war aber sehr schwierig gegen Lorelei. Ihr seht ja hier den ungefähren Ablauf vom Kampf. Ich musste den Kampf beginnen mit Schaufler gegen halt Austoss, da sich gesprengt hat in manchen Fällen, damit ich Free Damage reinbekomme gegen Nidoqueen, was irgendwie auch hat, weil es blau ist oder warum zur Hölle passt es zu Loreleis Team, wie auch immer. Der Hackersteller hat Lorelei ein Nidoqueen gegeben. Das habe ich dann halbwegs günstig brechen können, es hat sich im Rahmen gehalten und dann kam halt noch Aquana und Rossana als nächste Probleme. Aquana hat sehr viel Leben, deswegen muss man da immer vorsichtig sein und Rossana, crittet fast immer. Das ist durchaus ein Problem, weil die KI auch in der ersten Generation eine stark erhöhte Crit-Chance hat. Ich glaube sogar eine 7-mal höhere als der Spieler. Das ist schon lächerlich und Rossana ist halt ein schnelles Pokémon, deswegen es in der ersten Generation noch häufiger critten kann. Es crittet also gefühlt immer, aber es hält Gott sei Dank physisch nicht so viel aus. Also Rossana kann man noch halbwegs besiegen. Dann kommt Lapras und das ist wohl eines der besten Pokémon der ersten Generation. Also wirklich, ich habe jedes Mal Angst davor und es ist auch so ein bisschen eine Wand, aber okay. Auch das konnte ich irgendwie besiegen und warum habe ich mir Relaxo aufgehoben? Natürlich hat sie ein Arktos. Arktos ist das Eis-Pokémon, das Eis-Legendary der ersten Generation und es ist mal wieder ein legendärer Vogel, der sehr viel aushält. Von daher, ich bin ja auf jeden Fall angewiesen auf meine Selbstzerstörung und kann es damit nicht mal killen. Das bedeutet, es hat sogar überlebt und ich musste es dann auch finishen. Das war scary und Lorelei war generell ein Kampf, für den ich sehr, sehr viele Versuche gebraucht habe, also weit über 50. Und Überraschung, Freunde, das zweite Mitglied der Top 4 ist nicht Bruno, sondern Professor Eich. Und das hat man deswegen gemacht, weil Bruno in der ersten Generation sehr schwach war und ein reines Kampfteam beispielsweise nicht so gefährlich wäre. Holy shit, Freunde, Professor Eich ist stark. Ich habe es geschafft, das Raichu zu outen, über halt einfach Stefan und Schaufler. Das war schon mal sehr wichtig, zumal ich auch mit Stefan recht schnell bin. Und dann konnte ich noch Superzahn machen auf Machomai, sein zweites Pokémon. Das konnte ich dann rausnehmen. Und dann kam leider, nachdem ich Tauboss drin hatte, mal wieder ein Chanera. Ich muss Chanera, glaube ich, mittlerweile nicht mehr kommentieren. Das Pokémon ist absolut broken. Und ich musste es dann brechen über Kangama, um mir Relaxo aufzusparen für später. Und das zu brechen über Kangama ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das Ganze erfordert viele, viele Versuche. Aber manchmal geht es. Und dann hat er einfach noch alle Kanto-Starter vollentwickelt auf Level 115. Das ist nicht zu unterschätzen und für Gesteinsmoves habe ich nach wie vor keinen Platz in meinem Moveset. Das bedeutet, ich habe ein Problem. Und ich hätte auch nicht Kangama beispielsweise Surfer verlernen lassen können, weil es gibt in der ersten Generation keinen Attackenverlerner. Pech gehabt. Und deswegen musste ich halt irgendwie Glurak und Bisaflor brechen mit meinen restlichen Pokémon. Aber ich musste eines überleben lassen, damit halt später bei Turtok ich Relaxo rausbringen konnte, dass ich wieder gesprengt hat. Das Ganze hat einige Versuche gebraucht und war wirklich mega frustrierend, aber okay, ich konnte irgendwann siegen. Aber insgesamt habe ich hier noch mehr Versuche liegen gelassen, wie bei Lorelei, und das sagt schon einiges aus. Danach kam dann allerdings wieder regulär Agathe, und das ist halt die Geisttrainerin, und es gibt hier ein Problem.
In der ersten Generation gibt es nur eine Geistlinie, und zwar die von Gengar. Und da es hier keine Doppelungen geben sollte, haben sie einfach Agatha hier ein halbes Psycho-Team gegeben. Und das ist bitter. Nicht irgendwie Gift oder so, nein, Psycho. Und dann noch ein random Tentoxa, weil es so stark und schnell ist. Holy shit, dieses Team hat es in sich. Ich habe Hypno recht schnell besiegen können, das war kein Riesenproblem, aber dann kam Kokowai und das kann mich einschläfern. Nicht unbedingt so toll, aber gut. Dagegen habe ich halt Fliegen mit Taubos, um es zu schwächen, das kann ich schaffen. Und danach kommt halt das gute Tentoxa. Und dann habe ich so ein bisschen versucht halt mit Sumilicat zu kämpfen. Sumilicat war wirklich hier in der Liga nicht mehr so toll. Ich wurde ständig outspeeded wegen halt einfach diesem Unterlevelt sein, was ich nicht vermeiden konnte. Und dieses Pokémon hält nichts aus. Das bedeutet, Sumilicat bringt in der Liga nicht mehr so viel wie zuvor. Nicht mal im Ansatz. Aber gut, irgendwann kam dann auch Gengar raus. Das hat mein Radikal zerstört. Und da musste ich mit Snorlax Gengar besiegen. Und habe dann einfach so da gestanden, ohne Selbstzerstörungsknopf vom letzten Pokémon. Und das war Gott sei Dank ein Simsalam. Denn das hält physisch nichts aus und ist tot durch einen Hyperstrahl. Wirklich, Leute, wenn das nicht Simsala gewesen wäre, hätte ich hier absolut alt ausgesehen. Und der nächste Trainer der Top 4 war dann der gute Siegfried. Und der ist halt Drachentrainer und es gibt nur einen Drachen, und zwar Dragoran. Und seine restlichen Pokémon sind einfach irgendwelche random OP-Mons. Das ist wirklich sehr, sehr bitter. Er startet hier mit einem Kangama und das kann ich halbwegs outen über Radikal. Gott sei Dank, weil ansonsten war Radikal in dieser Liga hier gar nicht mal so gut, muss ich sagen, bisher. Aber hey, immerhin konnte ich hier damit Kangama schon mal stark schwächen und dann rausnehmen über Taubos, über Quick Attack. Und dann wollte ich halt Lapras über Sandwirbel so ein bisschen verkrüppeln, damit ich über Snobilicat Lapras rausnehmen kann und dann auch noch mit Glück Electek rausnehmen kann. Und Electek ist hier ein großes Problem, weil das Pokémon sehr schnell und erstaunlich stark ist. Also das auf Level 115 ist nicht zu unterschätzen, aber okay, ich konnte es besiegen. Und dann kam Dragoran. Und Dragoran auf Level 115 ist ganz sicher auf keinen Fall zu unterschätzen. Also das Pokémon ist sehr gefährlich. Und mein Gedanke war ja eigentlich, auf Blizzard zu gehen mit Pixie, was ich halt Pixie beigebracht hatte, extra für Siegfried später. Aber das Ganze hat nicht ausgereicht, um Dragoran zu besiegen. Das bedeutet, ich musste auch noch mein Kangama zücken. Und als ich dann irgendwie mit Ach und Krach Dragoran besiegt hatte, kam einfach ein Relaxo rein. Holy shit, das ist mein OP-Pokémon. Wieso hat jetzt auch Siegfried so ein Relaxo? Wie auch immer. Ich habe dann mit meinem Relaxo seins hochgejagt, aber es hat nicht ganz ausgereicht. Deswegen musste ich dann quasi noch einen Finisher setzen mit Kangama. Und dann musste ich es irgendwie schaffen, mit Kangama auch noch Aerodactyl zu besiegen. Mit sehr viel Glück und auch Misses von Aerodactyl. Holy shit, das ist unfassbar böse. Und hätte ich hier nicht random Surfer gehabt auf Kangama, wäre ich hier verzweifelt. Gott sei Dank gab es diese Surferpflicht ständig im Spiel. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt mal zum großen Finale. Und das ist logischerweise das Champ-Battle gegen meinen Rivalen. Und ich hatte einfach nur Angst davor, weil ich dachte mir schon, dass sie das Team von ihm nochmal auf die Spitze treiben werden. Und auf Level 115 werden vor allem die schnellen Pokémon von meinem Rivalen nochmal deutlich, deutlich schrecklicher werden. Meine Taktik war hier folgende. Ich wollte zunächst mal mein Taubos nutzen, um Mew wirklich stark zu verkrüppeln über Sandwirbel. Das ist unfassbar wichtig, weil Mew ist hier sein Lead auf Level 115 und das ist einfach nur eine Wand. Du musst es erstmal losbekommen, ohne extrem viele Ressourcen zu verschwenden. Und warum ich hier nicht auf Relaxo gegangen bin, das erfahrt ihr gleich. Wie auch immer. Ich habe es dann geschafft, über halt einfach, naja, Kangama mal wieder den Kill zu drücken. Wie gesagt, Kangama war hier absolut Gold wert und dann kam Blitzer raus. Und das macht Gott sei Dank teilweise so Bullshit-Attacken wie Sandwirbel. Und das kann man exploiten, während man selber einfach Erdbeben spammt. Eine gute Bodenattacke gegen einen Blitzer. Und dann habe ich es sogar noch schaffen können, einen Hyperstrahl abzufeuern gegen Kokowai. Was ich dann rausnehmen konnte, nachdem Kangama tot war, über halt einfach, naja, Snobilicat. Und dementsprechend hatte ich da schon mal einen kleinen Vorteil. Dann habe ich Starmie schwächen können nochmal über Snobilicat, was auch gut war. Und da musste ich Starmie rausnehmen über halt einfach Radikal. Mein letztes Pokémon, was irgendwie dagegen ein gutes Matchup hatte. Und dann kam einfach mal wieder Tauros rein. Tauros ist ein Monster. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und dieses Matchup ist auf Level 115 nicht fair. Fast jedes Pokémon im gesamten ersten Spiel, also in Rot und Blau, ist One-Shot von einem Tauros auf Level 115 mit Hyperstrahl. Du kannst dagegen fast nichts machen. Ich musste also fast schon, naja, Relaxo nutzen mit Explosion. Aber ich konnte nicht, ich brauche dieses Pokémon noch für das letzte Pokémon, aber dazu gleich mehr.
Und deswegen musste ich dieses Pokémon irgendwie so brechen über meine anderen Attacken, was nur ganz, ganz selten mal geklappt hat. Und das letzte Pokémon von meinem Rivalen ist Level 115 Mewtwo. Was zur Hölle? Unfairer geht es nicht. Dieses Pokémon ist absolut über, es ist komplett unfair und auf Level 115 praktisch unbesiegbar. Außer du hast ein verdammtes Relaxo, was ich sprengen kann, und ein wundervolles Tauboss mit Quick Attack. Hätte man mir gesagt, dass ich die Liga gewinnen würde, gegen ein Level 115 Mewtwo mit Quick Attack, hätte ich denjenigen ausgelacht. Aber hier war es so und damit bin ich Champ. Doch ich würde sagen, das war's auch schon mit der heutigen Challenge, aber ganz wichtig, Freunde, ich muss nochmal eine Sache hier hervorheben. Dieser Hack hier war zwar unfassbar asozial, aber er hat echt Spaß gemacht. Der einzige Haken hieran ist leider die Overworld. Weil die gesamte Overworld wurde quasi redesigned, ne? Das habe ich ja schon mal angesprochen im Intro. Und es wurde alles quasi zu einem großen Labyrinth gemacht, beziehungsweise so krass langgestreckt wie irgendwie möglich, mit Abzweigungen, die in Sackgassen führen und so weiter. Es war mega anstrengend und auch gerade so Routen wie beispielsweise diese Riesenroute nach Fuxania wurden Pflicht gemacht und noch mehr gestreckt als je zuvor. Das war Cancer. Aber die eigentlichen Bosskämpfe waren mega interessant und gerade auch diese Level 115 Liga war eine sehr interessante Herausforderung. Aber hätte ich hier beispielsweise Typ Feuer oder so gewählt als mein Monotype-Team, dann wäre das Ganze nochmal deutlich, deutlich härter gewesen. Ja, aber hey, Freunde, das war ganz sicher nicht mein letztes Playthrough in diesem Hack. Das bedeutet, wünsche euch gerne weitere Monotype-Teams. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, können wir sowas hier gerne wiederholen, weil ich mag Blue Kaizo. Aber ich habe auch schon andere Kaizo-Games geplant, die ich euch mal zeigen möchte. Und Emerald Kaizo wird das nächste sein, von daher seid schon mal sehr gespannt. Weil da habe ich auch einige sehr interessante Sachen erlebt. Wie auch immer. Ich würde sagen, denkt auch bitte daran, dass ich ja mittlerweile regelmäßig Livestreame auf Twitch, von daher schaut da gerne mal vorbei und lasst auch sehr gerne hier ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und nochmal riesiges Dankeschön logischerweise für die 35.000 Abonnenten. Und wie gesagt, Freunde, wenn ihr das hier quasi als Abo-Special nicht so sehr gefeiert habt, weil ihr halt Rom-Hacks nicht mögt, dann keine Sorge, es wird ein weiteres Hardcore-Challenge-Pokémon in der zweiten Generation bald kommen, in wenigen Tagen. Und das ist so ein bisschen, naja, das Doppel-Abo-Special, könnte man sagen, weil dieser Run war ungefähr auf dem Schwierigkeitslevel von Raupi und Co. Wie auch immer, das kommt dann bald und ich würde sagen, wir sehen uns bald mal wieder mit der nächsten Challenge. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind, deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.